Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Wir sind immer noch in diesem komischen Tempel, haben im letzten Part zwei Diamanten gefunden, die auch entspannt eingesetzt sind. Jetzt sind wir in irgendeinem unterirdischen Gefilde gelandet. Und ich sehe gerade, wo wir sind. Wir sind jetzt also auf der Rückseite von dem Wasserding, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie wir da hinkommen. Okay, und dieser Hebel ist gar nicht dafür, das ist für eine Tür. Okay. Ach, daran kann ich mich erinnern. Das war irgendwie komisch. Aber nun gut. Wir verschließen das Wasserloch. Yeah. Jetzt frage ich mich, können wir jetzt einfach von hier aus darunter oder ist das doof? Das hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist ja schon mal etwas. Ja, wir haben uns ja hier noch gar nicht richtig umgeguckt, aber das ist diese Kiste, die besagte, die ich ja unter Wasser nicht wegschieben konnte. Was ich jetzt aber machen kann. Die letzte Gebetsmühle. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Wir könnten jetzt natürlich einfach wieder zurück und das Wasser reinlassen, aber das bringt nichts. Da oben ist übrigens auch ein Secret drin. Das habe ich durch Zufall gefunden, wo ich vor drei Parts mal ein Stück weiter gespielt habe. Oder vor vier Parts. Ich glaube vor vier Parts. Jo, auf jeden Fall haben wir unsere ganzen Gebetsmühlen eingesammelt. Und der Priester, der hier, also der Mönch, ich will immer Priester sagen. Oh, Munition, die habe ich voll übersehen. Aha. Und die Munition, Quatsch, und der Mönch, der hier bei Wache schob, der ist, glaube ich, tot. Oder? Ja, der ist tot. Schade. Ich habe eure Gebetsmühlen gefunden. Guck mal. Oder lass es. Au. Ach, das freut mich gerade, dass wir das geschafft haben. Aber jetzt kommen, glaube ich, Level, vor denen es mich eh grault. Jetzt wäre es so schlimm, wenn uns jetzt eine fehlt. Ist das Ding riesig? Guckt euch bitte mal die Größe von dieser Rolle an und von ihrem Rucksack. Irgendwas funktioniert da nicht so ganz. Aber nun gut. Wenn die meinen, dass das so richtig ist, dann ist das so. Es sind fünf. Es sind bestimmt jetzt fünf. Ich sehe das schon. Da hat doch eine gefehlt. Oh nein, dann fehlt noch einer. Und wo finde ich die? Scheiße. Ja, toll. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die sein kann. Das ist jetzt echt bitter. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist... Moment. Was ist denn mit dem Ding, wo die ganze Zeit das Wasser da war? Wo ich ja nicht durchkam. Ich glaube, das war hier. Nee, Quatsch. Das war nicht hier, oder doch? Nee, das ist falsch. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich werde es einfach mal probieren, da nochmal hochzugehen. Da muss ich da lang, ja. Oder Quatsch, nee. Von hier aus komme ich nur zum diesen Sprungding, dass wir da wieder rüberspringen können. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich meine da, wo die ganze Zeit das Wasser runtergezogen wurde. Was war das hier nochmal? Ach ja, der Buggy-Himmel. Oh Gott, die Leichen hier überall. Nee, dann. Gehen wir
frage ich mich bloß gerade, wie ich da hinkam. Nein. Also so komme ich aufs Dach. Aufs Dach will ich ja nicht. Lass mich mal vorbei, bitte. Ich bin gerade überfragt. Och Mann, ich habe mich gerade so gefreut. Ich dachte, wir hätten jetzt alles zusammen, aber wir haben wohl noch nicht alles zusammen. Das ist der einzige Gang, wo wir nicht weiterkamen bis jetzt. Also, vielleicht ist da unten doch noch ein Hebel. Ich gehe mal nach unten. Da, wo ich gesagt habe, da ist nichts. Das ist voll falsch. Oh, verdammt. Ich weiß nicht mehr, wo, wie. Wie und wo ich da hinkam. Da, wo ich jetzt hin will. Da, wo uns die Kugeln im ersten Part entgegengeflogen sind. Spätestens jetzt sollte jeder wissen, wo ich meine. Was ich meine. Oder doch durch den Gang. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das haben wir erst relativ spät geöffnet. Und hier ist jetzt zwar die Leiter, aber die führt uns ja nur dahin, dass wir praktisch unser Gefilde öffnen können. Das war der Weg aufs Dach. Ach Gott! Hilfe! Ich bin verwirrt. So, das kann's nicht sein. Dann vielleicht doch irgendwo hier. In einem dieser netten Gänge. Hier war auch nichts weiter. Das heißt, wir haben die Pfeile auf jeden Fall umsonst ausgelöst und ich bin tot. Noch nicht ganz, aber fast. Unsere Ausgangsposition von den kleinen Medikits ist immer bei 8. Das heißt natürlich auch ein bisschen blöd, meine Heilung benutzt zu haben, aber ich weiß ja nicht, ob ich in kürzester Zeit mal wieder schossen werde. Das hier war doch nur diese Sprungpassage, oder? Oder doch da oben und dann konnte ich doch... Moment, ich muss mal ganz kurz... Ah, Schande. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann müssen wir doch nochmal nach oben. Also hatte ich doch mit meiner Vermutung recht, dass das der richtige Weg war. Ach Gott, das ist doch jetzt blöd und deprimierend und traurig. Menno, warum? Warum machen die sowas? Hey. Aber es könnte alles schlimmer sein. Wir könnten nämlich schon 10.000 Mal gestorben sein und überhaupt nicht vorwärts gekommen sein. Ich muss auf jeden Fall da nochmal gucken. Also irgendwie ist mir das alles ein bisschen suspekt. Das kann ja alles so gar nicht richtig sein. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das ein bisschen merkwürdig ist, dass wir jetzt alles schon haben. Da habe ich mich echt verzählt. Da dachte ich echt, es sind 4, aber wir brauchen 5. Na gut, immerhin sind wir jetzt schon mal da, wo ich hin wollte. Warum höre ich hier Feuer? Das war doch jetzt hier gleich der Abgrund, oder? Ja. Scheiße. Oh, da ist eine Schiebekiste, die habe ich so nicht gesehen. Okay. Da ist nur diese Schiebekiste, dann schieben wir die mal weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe beim Let's Play... Scheiße. Weiter kann ich die nicht schieben. Und ziehen kann ich sie ja auch nicht, weil kein Platz. Oh, was ist denn da auf der anderen Seite? Das weiß ich... Okay, das ist jetzt echt ein bisschen bitter. Okay, ich habe irgendwo eine Kiste rausgeschoben. Ich überlege gerade, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe eine Kiste rausgeschoben. Das heißt ja irgendwo unten... Nee,
Doch unten muss es jetzt eine Stelle geben, wo eine Kiste in der Nähe vom Wasser blöde rausguckt. Weil wir hier so nicht durchkommen. Und hier ist auch die Kiste nicht. Also das kann es nicht sein. Okay. Das bedeutet, ich möchte jetzt bin ich die einzige Stelle, wo es noch, wo ich Wasser gehört habe, von draußen. Und wo ich auch noch Wasser gehört habe, das war, und wo wir auch Wasser gesehen haben, war ja da, wo wir schlussendlich auch in dieses eine Becken da rein konnten und ja auch die Kiste verschoben haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nur da in der Nähe irgendwo. Weil die Kiste wäre mir doch aufgefallen. Von der anderen Seite. Also, von daher, ich würde einfach mal sagen, dass ich an dieser Stelle hier einen kleinen Cut mache und wir uns dann sehen, wenn ich die Kiste gefunden habe. Also, bis gleich. So, wie ihr seht, ich bin immer noch an der Stelle hier. Ich weiß es schon wieder. Ich habe mir gerade einen kleinen Walkthrough mal angeguckt, weil ich das absolut nicht auf die Reihe gekriegt habe. Derjenige hat dagegen irgendwie angekämpft und ich will jetzt mal versuchen, ob ich das auch hinkriege. Weil vielleicht muss man ja da gar nichts machen. Und ich möchte das jetzt halt einfach mal probieren. Vor allem möchte ich hier ganz gerne weiter. Und es funktioniert. Oh, und ich mache mir hier so einen Stress. Was ist denn da? Ach, das ist das, was wir gesehen haben. Das ist wahrscheinlich auch die ganze Zeit das Wasser, was man immer gehört hat. Gut. Weiter habe ich auch nicht geguckt. Ich weiß nur, dass da unten flaches Wasser ist. Hui. Yeah. Wir sind so gut. Nein, es freut mich gerade wirklich. Ich habe wirklich nur geguckt, weil ich eigentlich wissen wollte, wo die blöde Kiste ist. Dam, dam, bam. Dam, dam, bam. Oh. Das ist ihm nicht passiert. Ich habe nicht gespeichert, oder? Oh nein. Okay, das ist jetzt doof gelaufen, glaube ich. Obwohl, nö, das geht noch. Das ist alles harmlos. Ob man hier einen Körper machen kann? Na, so nicht. Wie sie erstmal im Flug die Waffe gezwungen hat, ist auch nicht schlecht. Gut. Ich speichere das nochmal. Und wir haben dramatische Musik. Und böse Fallen. Ich habe es schon wieder getan. Also diese blöde zweite Tür. Die geht zu spät los. Ich bin schon wieder tot. Also. Jetzt bin ich mittlerweile so. Ich will einfach nur dieses Level hier fertig kriegen. Danke. Bisschen Arsch. Da sind drei. Jetzt hatte ich gerade für einen kurzen Moment. Ich werde jetzt doch schon wieder getötet, aber da hatten wir Glück. Oh, schön, diese andere Falle. Super. Und wir können wieder nach oben. Auf jeden Fall ist das jetzt wunderschön, dass wir jetzt doch nochmal weiterkommen. Ich wäre nicht auf die. Ich wäre da ehrlich gesagt nicht drauf ge. Also ich hätte nicht dran gedacht, dass man da einfach ganz entspannt rumschwimmen soll. Böse Männer. Interessieren mich nicht. Mach ihn bitte tot. Hilfe, ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Das hört sich jetzt aber irgendwie abartig an, das komische Geräusch. Oh nein, er hat auf mich geschossen. Warum? Du hast den Mönch getötet! Du Mörder! Warum wird das mir in die Schuhe schieben? Aha,
Aber immerhin hat er ein Medikit dabei. Das ist ja schon mal etwas. Und hier ist auch die Kiste. Das heißt, wenn wir zuerst durchs Wasser gegangen, hätten wir nur festgestellt, na okay, da trifft sich das ja ganz gut. Oh. Okay, ich speichere nochmal. Auch wenn ich gerade vor 2 Sekunden erst gespeichert habe. Aber wir haben keine Gebetsrolle gefunden. Bah, 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 wie, bah. Du böser alter Sack. Ich habe dich so satt. Hast du noch etwas bei? Nö. Da ist die letzte Rolle. Da ist die letzte Rolle. Warum geht die Musik jetzt los? Was soll das? Ah! Ich komme nicht durch. Und zwar mal so absolut gar nicht durch. Und die Musik macht mir Panik. Ich komme nicht vorbei. Warum nicht? Geh! Hallo? Bitte? Ach, danke. Wenn jetzt gleich das ganze Feuer angeht, dann habe ich keine Ahnung, wie ich darüber komme. Und bitte nimm mir jetzt einfach die Rolle. Ich hab. Aha. Das war so. Das war mir so klar. Oh, wie soll man das machen? Ja, schmeiß die Fackel noch rein. Ich würde sagen, wie wir das erledigen, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es tut mir leid, dass das in dem Part jetzt irgendwie so fail war. Wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.